Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wer weiß, zu Five Nights at Freddy. Oh ja, denn ich habe mich jetzt doch noch Neverending Nightmares dazu ein bisschen motiviert, mir ab und zu mal ein paar Horrorspiele zu spielen. Naja, das Spiel ist so unglaublich laut. Und ja, ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass man in einem Raum spawnt, in dem man nur Kameras steuern kann, also Kameras hin und her switchen kann, und dass man drei Kuscheltiere davon abhalten muss, dass sie dich umbringen wollen. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie so anstellen wollen. Egal. Ich starte jetzt mal. Ich bin nicht allein, habe nur seelischen Beistand. Eigentlich, naja. Der macht sich eher lustig über mich, wenn ich schreie. Aber, naja. 12 Uhr nachts, erste Nacht. Mal schauen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es nur kurz mal in einem Stream gesehen. So. Genau. Das sind diese drei. Ach genau, jetzt redet der im Hintergrund. Oh, scheiße. Oh, genau, hier. Er hier. Jetzt muss das Telefon gehen. Irgendwie. Ja, genau. Hallo. Hallo. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was ihr da sagt. Ich verstehe es leider nicht. Ich darf das mal, ich mache so professionell für hin und auch für euch, aber ich... Also, soweit ich weiß, sagt er, dass du bis um 6 Uhr, also insgesamt gefasst, 6 Uhr morgens arbeiten musst und das 5 Tage lang. Dann entscheidest du dich, ob du den Job nimmst, also ja, jetzt für den Verlauf hier, für die Geschichte. Ehrlich. Ich sag nur von der Küche, Pasta kehrt. Nee, ich verstehe gar nichts. So, die vier bewegen sich ja auch so lange, wahrscheinlich noch nicht so lange, wie er redet. Ach nee, ich kann ja den nicht überspringen. Mach ich aber nicht. Also, wie kann ich denn? Hier kann ich auch nicht ausschalten mit dem behinderten Ventilator. Die Türen bleiben aber offen. Die werden nicht mehr zugemacht und die Welt ist so batteriegeräumt. Die Tür hat keine Batterie. Ja. Ich muss kurz warten, bis der ausgeht, oder so. It's time. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Ich mute einfach den jetzt zu kurz. Ich muss mal ganz kurz was überprüfen. Ganz kurz. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ganz kurz Unterbrechung, weil ich einfach das Ding ein bisschen leise stellen musste. So, ich weiß, dass... Oh Gott, jetzt ist natürlich einer schon weg. Der ist hier. Hallo, Hase. Ich weiß ja, wie gesagt, dass man die drei, vier davon abhalten muss, dass die einen hier erwischen. Und wenn die hier unten sind, dann muss man die Tieren zuschließen. Ach genau, ich wollte ja so machen und dann... So. Jetzt behalte ich natürlich die mit dem Auge. Dass uns ja keine erwischt. Und man darf... Lol. Man hat natürlich... Ja, der Hase. Man hat natürlich eine... Mein Gott, das soll doch nicht mehr wechseln. Man hat eine gewisse Anzahl an Power,
die nicht vor 6 Uhr sich auflösen darf, sag ich jetzt mal, verschwinden darf, auf Null gehen darf, genau so. Und wir haben hier eine Anzeige, mein Gott, ey. Wir haben hier eine Anzeige, wie viele Geräte gerade Power benötigen. Also, im Moment sind es zwei, einmal die Kamera und einmal der scheiß Ventilator, wo kein Mensch weiß, wie der ausgeht. Wie der ausgeht. Besser gesagt. Wir haben schon 3 Uhr, wir haben schon 3 Uhr morgens und keins der Viechern kommt irgendwie näher. Sei froh. Aber es gibt einen, muss ich ehrlich gesagt sagen, einen ganz leichten Trick. Es ist die erste Nacht. Nein, aber die Viecher verschwinden nur so lange, nicht so lange du ja quasi Kameras anschaust, oder nicht? Sagen du, die bewegen sich. Die bewegen sich trotzdem. Nur die Viecher nicht, wo du anschaust, glaube ich. Ja, das heißt quasi, wenn du die ganze Zeit die erste, den, in den ersten Raum schaust, wo die drei Viecher. Die Batterie leer. It's time. Oh, der Ding ist weg. Ach, er kommt schon näher. Ja, vergiss nicht, die Batterien gehen auch leer vor der Kamera. Das vergisst. Ja, ich weiß schon. Ja, ich sag. Aber der Haus kommt schon, der kommt schon auf den Weg. Während der Vogel und der Bär immer noch oben stehen. Fuchs? Ja, genau. Der Haus und. Der Bär und dieser Vogel da. Okay, sind immer noch dort. Bisher ist recht chillig. Wie gesagt, ist die erste Nacht. Ja, ja, ich weiß. Ab der zweiten wird es erst schlimm. Okay, um mich, genauso. So, nein, so dass ich bei dem Blick habe, genauso. Also bisher bewegt sich noch kein Viech mehr. 4 Uhr morgens, 41%, 40%, ja, das ist easy. Normalerweise kannst du eigentlich immer im ersten Raum drin bleiben, oder nicht? Ich meine, du sagst das sowieso links. Nein, das stimmt, die rennen ja. Ja. Okay, der Bär und der Vogel bleiben immer stehen und der Host, der ist immer noch beim. So, okay. 2 Stunden müssen noch überleben. Ja, und wir legen jetzt mal. Kann ja auch nicht. Die Füße auch. Bisher ist noch nichts. Bisher ist noch nie. Oh, der Vogel ist unterwegs. Der Vogel ist hier. Guckt ihr euch an, die. Den, das Hühnchen. Oder ist es ein Ente? Ist ein Ente, oder? Keine Ahnung. Ja, Ente. Ente, 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 Ente. Ganz. Ganz. Da ist der hässliche Vogel. Guckt ihn euch an. Das ist also eine Mischung aus Ente, Vogel und was weiß ich nicht alles. Das sehe ich schon vor der Tür. Nee, also der Hase ist 2 vor meinem Raum. Der Bär hat sich kein Stück bewegt. Und der Bird ist schon näher gekommen. Ach, der ist hier, ist auch noch ein bisschen weit weg. Eine Stunde müssen wir überleben. Ja. Sagt erste Nacht. Hat einfach zu wenig Batterie. Power. Aus. Kann auch clever einsetzen. Ja, clever einsetzen. Alle 10 Minuten nachgucken. Ja, genau, dann ist schon zu spät. Weiß. Aber erst noch bewegt sich irgendwie keins der Viecher großartig. Sei froh. Oh ja, weniger Arbeit heißt mehr Geld. Oh ja, der Hase kommt schon. Ach, er ist wieder gegangen. Ha. Ja, ich glaube, die verpissen sich zum Tag wieder. Ja, die verpissen sich ab und zu noch hinten wieder. Mensch, check. Ja, Tag. Yeah! Tag Hello, Grand Party, sag ich nur. Okay, erste Nacht, super bestanden, keine Probleme, nix. Sagt das, wenn diese 5 Euro sich nicht gelohnt haben.
Lol. Okay, das funktioniert doch wieder so. Was? Dass wir ganz oben, wo die vier sind. Hab ich doch gesagt. Stehen bleibt, da wird der Bildschirm schwarz. So, was ist schon noch zwei? Ja. Ich habe immer keine Ahnung, wie ich diesen scheiß Ventilator ausbringe. I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. Ja, komm, blaube dich aus. Was ist denn das eigentlich für ein Job, was der da macht? Nachtwärter. Nachtwetter, ha. Oh Gott, da war der Hase. Hä? Okay, er geht wieder. Gut. Ist er da? Oder so. Ich kenne Spur nicht, jetzt nie gespult. Ne, ist wieder hier. Okay, wir sind ja leer. Der Bär ist hier, der Haus ist hier. Wie kann der Haus da hinten sein? Wer ist denn das? Das ist ein Vogel. Nee. Nee. Da zaffen wir so. Ja, ist alles in Ordnung. Alter, jetzt war auf einmal alles dunkel. Das war jetzt nicht so geil. Okay, hier ist der ist schon weg. Okay, hier ist der Vogel und der Bär steht eben noch hinten. Gut. Ist ja easy noch immer. Doch! Kommt nur her, Schwuchtel. Aber ich kenne das Spiel nicht. Das ist jetzt nie gespielt. Alles wird. Wenn die Viecher sich irgendwann bewegen. Eins, was ich weiß, ist, was rechts und links jeweils zwei Knöpfe: einen fürs Licht und einen für die Tür. Hier ab und zu Schritte, aber ich hab keine Ahnung, wo die herkommen. Gleich von dir? Na, der Bär. Das ist auch. Ja? Der Bär steht immer noch hinten, aber der Bär singt halt immer so. Ganz im Ernst, ich hätte keinen Bock als Nachtwetter in so einem Kaff zu arbeiten, wo ich bei der ersten Nacht schon. Ja, dass ich sie komische, hässliche, creepy Figuren rumbewege. Der Vogel. Ah, der ist hier. Ist dann vor dir. Hier und. Also 1 A, 3 und 7. Diese drei Dinge muss ich in den Ding haben. 1 A, 3 und 7. 1 A, 3 und. Aha, scheiß Hause. Hm? Ach, der Hause ist irgendwie der einzige, der sofort normal kommt. Okay. Das ist der Haus, der klingt immer normal. Die anderen laufen irgendwie oder wo sie.
Wenn es richtig schön ist, ja, wenn es so korreliert wäre, dann könnte Freddy gehen, ja. Okay, der andere ist wieder abgehauen, der steht da hinten, nee. Wie denn? Okay, Mama, kann man erst aus dem anderen Bildschirm raus, das ist für eine Scheiße. Wenn man verdrücken sollte. Hier ist er. Okay, bei Kurt. Oh oh oh. Hä? Ach, er steht schon in Ohrenraum davor. Oh. Wer? Nach Hause. Der wurde immer wieder leicht erschreckt links. Oh. Nach Hause ist schon das vierte Mal jetzt da. Jetzt geht er wieder. Vielleicht mag er kein Menschenfleisch. So steht er. Oh, der Vogel kennt jetzt auch mal. Dann die Eid zu dir oder wie? Ah, da steht er, oder? Ha, das steht ganz auf beiden Seiten. Das ist ja voll fies, Frank. Steht einmal rechts der Vogel und links einmal der Hose. Geil. Das ist ja gemein. Ah. Vielleicht hast du das Glück und sie lassen dich in Ruhe. Ah, 1 Stunde noch. Ja, oh, wirst wahrscheinlich Glück kommen noch. Ich hoffe es. Boah, Vogel, verpiss dich. Ja, das Ding, da länger halt Batterie. Wir vergehen die Zeit. Naja. Oh Gott. Oh. Verloren. Der Wolf kam angerannt. Oh, traurig. Hehehe. Na gut, dann haben wir eine zweite Nacht.